So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief the Dark Project, die Gold Edition. Das letzte Mal haben wir zwei Sachen für unseren netten Geist erledigt und werden jetzt die dritte Sache quasi für ihn erledigen. Allerdings weiß der Geist nicht mehr, wo er das Buch oder was er sucht. Ich glaube, er sucht sein Tagebuch oder seine Aufzeichnung, irgendwas in der Art, verlegt hat. Was für uns bedeutet, wir dürfen die suchen. Und der Rest der Kathedrale ist nicht mehr ganz so groß. Wir haben ja schon einiges erkundet. Also kann das ja nicht so schwierig sein, diese Bücher zu finden hier. Oder das Buch, was er noch sucht. Das sind die Zombies da oben, die da rumbrüllen. Okay. Oh, oh, oh. Was steht denn der da in der Ecke? Oh, hier geht's nicht runter. Die Zombies sind doof. Sind doof. Immer merken, Zombies sind doof. Geht's hier runter? Ja. Geht's da hoch, meinte ich, nicht runter. Oh. Okay. Ich versteck mich mal hier drin. In der Hoffnung, die finden mich nicht. Meistens sind sie ja nicht ganz so helle. Ich glaube, sie haben schon aufgegeben, oder? Ja. Jetzt schon. Oh. Nee, vielleicht doch noch nicht ganz. Müssen wir halt mal zu härteren Mitteln greifen. So. Jetzt hat sich's für die auf jeden Fall erledigt. Und zwar für immer. Irgendwas habe ich mit runtergestoßen. Aber normalerweise kann man nichts runterstoßen, was man aufsammeln kann. Also kann es nicht so wichtig sein. So, ein Feuerpfeil hat halt eine ganz schöne Wucht. Was soll ich denn damit? Oh. Oh. Ich bin da mal wieder weg. Lalala, lalala. Er hat mich gar nicht gesehen. Ich war nie da. Nicht wieder zurück. Er sollte sich jetzt wieder beruhigt haben. Naja, vielleicht auch nicht. Doch. Nein! Ein klein bisschen zu früh um die Ecke gegangen. Na egal. Ist ja nur ein blöder Zombie. Und wichtige Vase. Nett von dir, dass du gerade jetzt da kommst. So. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich gehe mal hier hinten lang. Deswegen patrouilliert ihr hier nicht. Normalerweise, ich wusste doch, hier patrouilliert einer, aber der steckt da im Busch fest. Ja, dann lasse ich ihn da auch verstecken, wenn er das unbedingt will. Ist ja nicht mein Problem, ne? Dann viel Spaß beim Versauern. Ich komme dich dann später abholen. Oh, den nicht. Wir müssten allerdings nochmal... Wie viele Schlüssel habe ich jetzt? Ich habe zwei. Ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, da hoch. In die Kathedrale. Nochmal wieder rein. Sprich in das Chaos. Ja, der kommt hier lang. Scheiße. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Oh. Ach, Mist. Ja, hilft nichts. Der muss weg. Ging jetzt nicht anders. Ich habe keine Zeit, mich noch um den zu kümmern. Während ich jetzt hier in die Kathedrale muss. In der mich die ganze Zeit noch verfolgt hier. Oh je. Also wieder zurück in den richtigen Spaß. Es wird lustig. Ich mach das mal über. Na, das wird nichts. Ja, aber die haben sich ja jetzt alle hoffentlich hier wieder... Ah, hier kommt... Hier ist auf jeden Fall gerade einer unterwegs.
Wo ist der? Oben oder unten? Hier unten ist nicht so viel Party. Das ist ein Zombie. Es ist. Er hat mich gehört schon, deswegen. Ja, also im direkten Fight, glaube ich, hat man gegen die hier keine Chance. Ne, die sind viel zu mächtig. Selbst auf normal oder auf leicht sind die extrem mächtig. Das ist Stein, das ist blöd. Dann muss ich es über den Weg hier eigentlich versuchen, sonst anders bleibt mir ja kaum übrig. Ups. Okay. Das ist nur ein Zombie. Das ist auch Stein. Der Seilpfeil, glaube ich, reicht nicht bis hier runter. Uff. Das war knapp. Das lief Gott sei Dank so wie geplant. Da ist natürlich auch noch einer. Da ist natürlich auch noch einer. Das musste ja so sein. Wo will er denn jetzt hin? Ey, Zombie. Muss das jetzt sein? Kannst du nicht einfach mal warten? Joll! Und dann insta-hittet er mich weg, ey. Ein Schlag auf den Kopf und ich war kaputt. Jetzt kommt der hier lang. Jedes Mal, wenn ich lade, ändere ich die Routen, oder was? Du legst dich jetzt erstmal schlafen. Gehst mir nämlich auf die Nerven. Oh ja. Ist ja ganz natürlich, wenn so ein Zombie schläft, deswegen interessiert das keinen. Das hat er, glaube ich, gesehen. Krass. Krass. Hier ist gerade richtig Party. Aber wenn die jetzt alle hier sind, dann kann ja theoretisch kaum einer im Rundgang sein. Das dürfte meine Chance sein. Das klingt gut. Schneller, schneller. Klingt gerade so ruhig hier. Sehr gut. Okay. Halt, da war schon ein Schlüssel. Weinkellerschlüssel wird es wohl kaum sein. Ja. Oh, den anderen. Oh, so viel Kram im Inventar. Nee. Ah, das kann nicht wahr sein. Hier müssen wir also nicht hin. So ein Mist. Okay, also müssen wir. Weinkeller. Kann der sein? Blöd gelaufen. Weil sie nämlich jetzt wieder hier sind. Ach, Mann. Also wieder hier hinten hin. Das tat weh. Das tat garantiert weh. Ich wollte eigentlich nur eine Etage tiefer, nicht gleich zwei. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann. Ach, da kommt ja noch einer. Womit sich eh das erledigt hätte. Fliesen hier. Ja. Das hören die natürlich sofort. Das hören die sofort. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich hätte hier niemals reingehen dürfen. Zombie da und jetzt kommt auf der anderen Seite er. Gut. Ihn schnapp ich mir dann. Wenn der raus ist. Jawohl. Wie hat er das jetzt mitgekriegt? Wie hat er das jetzt mitgekriegt? Ich war doch so sneaky. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Geduld ist die Mutter der Porzellankiste. Ist das Sprichwort so? Ich glaube ja. Also, gehen wir das Ganze. Das war nicht mit Absicht. Das ist einfach so passiert. Das wollte ich gar nicht. Mann. Ist doch nervig. Aber ich will nicht doch hier. Ach, ich weiß, was ich mache. Ich bin doch auch blöde.
Warum immer über diesen Weg? Hier oben kommen die Viecher eh nicht hin. Immer. Brother Morris. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Keller. Okay. Jetzt sind wir der ganzen Sache schon wieder einen Schritt näher. Jetzt gehen wir hier runter. Ist natürlich auch wieder alles voller Fliesen. Und die sind schon wieder aggro. Uiuiuiui. Gut. Zack. Da kommt gerade einer. Okay, egal. Akzeptiert. Und raus. Okay. Super, super gelaufen. Dann jetzt, ja, ich glaube, wir müssen dann hier hinten. Da hinten geht's ja auch noch lang. Moment. Ja, Zombie. Wach halt wieder auf. Ist nicht so schlimm. Oh, doch nicht. Ah. Gut, vergessen wir das. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Was ist das? St. Wales. Oh, ist die Bibliothek. Wir haben noch kurz Zeit. Zwar nicht mehr so lang, aber wir haben noch kurz. Ist hier irgendwas? Nee. Ist es hier so wirklich totenstill? Ist ja schon ein bisschen gruselig. Dann geht's wieder runter. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin, da waren wir doch schon mal. Waren wir ja schon mal. Genau. Und hier können wir eh nichts machen. Und hier gab es ja auch keinen Weinkeller. Da wollen wir nicht hoch. Ja. Laber halt nicht. Und hier waren wir schon mal. Hm. Gehofft, ich finde hier den Weinkeller, aber ich finde ihn dann tatsächlich nicht. In der Kathedrale wird der Weinkeller wohl kaum sein. Direkt in der Kathedrale, das wäre relativ sinnfrei. Wie komme ich denn da hoch? Ja, warum? Einfach, wenn es auch schwer geht. So komme ich hier hoch. Zack. Da hinten liegt ein Buch. Und wir suchen ein Buch. Und ab. Ah, gut. Das ist es. Sehr gut. War ja relativ ruhig hier in der Kathedrale. In der Bibliothek, da war ja nichts los. So, der dürfte jetzt bestimmt gleich wieder aufstehen. Ne, tut er nicht, okay. Die sowieso nicht. Who would have thought back then that an unsavory character such as thyself could be my salvation? We ask thee to bless our brother. Thank thee for getting that book for me.
I need to find a candle I used when I was still alive. The last time I remember using a candle is the night of my death. I was in the workyard, where the well is. My personal possessions were hidden, but I think the candle is back there still. War ein bisschen blöd gelaufen. Ich wusste nicht, dass man damit das Gebet auslöst. Das hat der Thief jetzt nebenbei dann auch noch gesprochen. Gleichzeitig. Aber wir sollen jetzt seine komische Kerze finden. Was auch immer das bedeutet. Naja, dann finden wir halt mal seine Kerze. Okay, das machen wir aber erst im nächsten Part. Und in diesem Sinne. Und bis dahin, euer Mr. Mauli.